So, ich grüße euch erneut und heiße euch nochmal herzlich willkommen. Ja, das ist jetzt hier der zweite Upload. Beim ersten Upload, da war der Trailer halt total laggy. Ja, und deswegen muss ich das jetzt hier nochmal kurz neu aufnehmen. Und danach die Details zu dem High Tide Update, die schneide ich dann einfach nochmal rein. Und ich würde sagen, let's go jetzt. My Pharaoh, your humble servant before you. Kemet is overrun. They sweep in like the tide, flooding our lands. The north is pillaged, left in ashes, and a fire rages at our borders. Also der Trailer, der ist ja auf Zerstörung ausgelegt. Ja, das heißt, wir bekommen ja jetzt die Seevölker und wir sind sozusagen Teil der Apokalypse, beziehungsweise die Verursacher der ganzen Zerstörung und die Bringer dieser Apokalypse halt. Auch wenn mich daran vieles an die Chaoskriege erinnert. My Pharaoh, I beseech you. Your lands have been deserted. Lost are all the lords, taken in by the tide or left dead on the rocks. They are unrelenting and unpredictable. Dieses Fenster hier, dazu hatte ich gesagt, da hat man leider in den Details gar nichts gesehen, beziehungsweise darauf wurde gar nicht drauf eingegangen. Das ist ja eigentlich sehr interessant, was man da so sieht. Aber wie gesagt, ist man nicht drauf eingegangen. Ich hoffe, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen nochmal ändern, wo dann hier nochmal dieses Fenster speziell erläutert wird. As the waters that spawn them. My Pharaoh. This is my final plea. I am situated like a ship in the midst of the sea. The lands of the king are in ashes. The king has no lands. All is lost. Ja, so soll es sein. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich würde sagen, jetzt kommt der Rest des Videos. Gut, wir gehen mal rein in die Details. Also zuerst schreiben sie hier, ja, das High-Tide-Update, das wird eben halt die Seevölker reinbringen. Da steht jetzt nichts Großartiges Neues drin hier. Bei den ersten Sätzen. Die Übersetzung hier auf dieser Seite, die ist nicht immer sehr gut, aber ich denke, man kann einiges verstehen und ich werde hier auch einiges versuchen, so gut wie möglich rüberzubringen. Hier steht jetzt allerdings noch nicht wirklich etwas von der Kartenerweiterung drin. Also ich habe hier jetzt hier von einer Kartenerweiterung noch nichts gelesen. Ich denke mal, die wird später kommen. Das wird dann wiederum ein anderes Update. Hier geht es jetzt erstmal nur um die Seevölker. Und hier gibt es jetzt erstmal die neue Fraktion, die Scherden. Und die Scherden, das ist so, dass, muss ich erstmal schauen, Ochsen, genau. Also die Scherden, das war so die Fraktion, die als Horde bleibt. Ja, und die Pele seht, das ist so das Volk, das einen anderen Eroberungsansatz hat. Sie sind Kanaan gekommen auf der Suche nach einer neuen Heimat. Ja, also die suchen eine neue Heimat und die hier oben, da heißt es nur, erschrecken sie alte Imperien und Meeresvölker gleichermaßen, während sie sich, indem sie brennen, plündern ihren Weg durch die windgepeitschte Dünen und üppiges Grasland bahnen und bedrohen. Zwinge deine Feinde in die Knie, vergrößere deine Horde, ja. Und kündige den endgültigen Zusammenbruch an. Das stelle ich mir allerdings ganz lustig vor. So als Horde wenigstens Teil der Apokalypse zu sein und das andere alles niederzubrennen. Ja, das hat irgendwie was. Und dann auf der anderen Seite, beziehungsweise wenn ich Ägypten spiele, da wurde ich zumindest groß enttäuscht. Ja, also. Ja. Ich würde übrigens auch gerne von euch wissen, ob ihr Total War Pharaoh wieder spielen werdet. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, bitte.
Das, dann kann ich auch so ein bisschen Resonanz daraus ziehen, wie es bei euch so aussieht, ob ihr wieder Bock drauf habt, ob ihr es nochmal rausholt, ob ihr es nochmal installiert, ob ihr eine neue Kampagne anfangt. Ich persönlich werde wohl wahrscheinlich die Seevölker spielen am Release-Tag, hier am 25. Aber ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich ein Let's Show mache oder eine ganze Kampagne spiele. Das weiß ich noch nicht. Also ein Let's Show ist bei mir halt einfach mal reinschauen, ja. Einfach mal 1 bis 3 Streams, also Livestreams, mal so ein bisschen reinschauen. Das ist halt so ein Let's Show bei mir, aber ob ich da jetzt eine ganze Kampagne anfange, das weiß ich noch nicht. Und da bin ich noch ziemlich umstritten. So, dann ist hier die Rede von Ochsenkarren. Die haben die Seevölker. Und ansonsten wurde hier jetzt noch nichts weiter groß angeteasert von Einheiten. Das kommt jetzt erst hier unten. Hier steht auch 37 neue Einheiten, darunter zerlegbare Streitwagen-Einheiten. Ja. Da habe ich mir erstmal so gedacht, wow. Okay. Dann habe ich hier markiert, halten Sie die Linie mit den Nurage Warriors, einer spezialisierten Scherninfanterie, die eine Kelone, eine schildkrötenähnliche Formation mit Schilden bilden kann. Also, da gibt es wenigstens mal starke Krieger, die eine schildkrötenähnliche Formation machen kann. Dann ist hier die Rede von Pilisit-Schocktruppen. Also das sind wohl, neben den Streitwagen sind das wohl auch Infanterieeinheiten, die wohl einen kräftigen Ansturm haben, könnten aber auch schwere Infanterieeinheiten sein. Auf jeden Fall sind das Schocktruppen. Dann setzen sie das Schlachtfeld mit Scherdenbomben in Brand. Ja, also wir bekommen Bogenschützen, die Pfeile mit Schwefelspitze abfeuern können, die den Boden unter den Füßen ihrer Feinde in Brand setzen. Speere deine Feinde mit Nurage Harpuniers, Elite-Fernkampf-Infanterieeinheiten der Scherden, die mit wilden Harpunen bewaffnet sind, die sofort töten können und auch im Nahkampf bestehen können. Ja, die klingen so wirklich am interessantesten, muss ich sagen. Wobei, okay, Ochsenstreitwagen, ja, vielleicht auch etwas interessant. Wo gab es mal Ochsenstreitwagen? Wüsste ich jetzt nicht in einem Total War Spiel. Aber die hier mit den Harpunen, das gab es auch ebenfalls noch in keinem Total War Spiel. Ja, so könnte ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Kann mich irgendwann Speerwerfer erinnern. Dann neue königliche Tradition. Schaffe deinen eigenen Weg mit 2 neuen Mechaniken bzw. Pfaden. Und da ist es hier die neue Tradition. Schaffe deinen eigenen Weg steht allen Fraktionen im Spiel zur Verfügung. Und dann der Pfad des Rumtreibers steht allen Fraktionen offen, die sich für die Tradition. Ja, hier steht jetzt schmiede deinen eigenen Weg, aber damit ist hier wieder schaffe deinen eigenen Weg gemeint. Das ist hier falsch übersetzt. Entschieden haben. Gewinne Schlachten, verdiene Eminenz, vergrößere deine Macht, verbreite beispiellose Zerstörung. Ja, also das hier, das ist der erste Weg. Den auch irgendwie alle nehmen können. Und dann hier der Pfad der Seevolk ermöglicht es dieser Kultur, das Gleichgewicht zwischen ihren Horden, Armeen, Siedlungen und Stammesaußenposten zu verwalten, um ihre Boni an ihren Spielstil anzupassen. Das ist so der zweite Pfad. Dann Warspoils. Und das hier könnt ihr bestimmt nicht lesen. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, ich zoome jetzt hier mal ran auf 200 oder 210%. Aber falls ihr das lesen wollt. Und hier heißt es Horde-Mechaniker für die Seevölker-Fraktion. Zerstöre Siedlungen, um deine Eroberung voranzutreiben. Also hier hat man dann also quasi diese Mechanik, um eben auch als Horde weiterzukommen, ja. Umso mehr ihr platt macht, umso mehr Horden und umso größer werden eure Horden, ja, beziehungsweise umso besser. Da habt ihr dann auch hier so ein Rangsystem. Näher ist man darauf allerdings noch nicht eingegangen. Das kommt wohl jetzt auch in den nächsten Tagen. So, ich gehe wieder zurück auf 100%. Dann
die Mechanik Säulen der Zivilisation, ja, das kennt ihr sicherlich, wenn ihr Total War Pharaoh gespielt habt, unten rechts. Diese Mechanik, die immer angezeigt worden ist. Ach nee, das war oben, diese Leiste, ne? Nee, stimmt gar nicht, das war oben, diese Leiste. Mit den Zahlen. Wird aktualisiert, sodass Meeresvölker von den Phasen Krise und Zusammenbruch profitieren können. Das müsste eigentlich auch die NPCs, also die NPC-Seevölker, die müssten dadurch eigentlich auch stärker werden. Denke ich mir aber so. Dann einheimisches Pantheon finde ich jetzt etwas fragwürdig. Warum? Das steht jetzt hier. Meeresvölker können zusätzlich zu den reichsspezifischen Pantheons der lokalen Gottheiten überall auf der Karte auf 5 neue Gottheiten zugreifen. Nutzen Sie den neuen Außenposten Warriors Refuge, um zufällige Einheiten zu rekrutieren, darunter einheimische Einheiten und ansonsten nicht spielbare Seevölkereinheiten. Neue königliche Erlasse, Fraktionsmerkmale, Titel und Nebenbestimmungen. Ja. Das finde ich ein bisschen fragwürdig. Meeresvölker können zusätzlich zu den reichsspezifischen Pantheons der lokalen Gottheiten überall auf der Karte auf 5 neue Gottheiten zugreifen, weil man weiß ja gar nicht so richtig, das mit den Seevölkern, das ist ja historisch ziemlich unerforscht. Man weiß ja gar nicht, welche Gottheiten die angebetet haben. Deswegen finde ich diese Mechanik äußerst fragwürdig. Ja, beziehungsweise historisch eventuell nicht ganz korrekt. Aber man weiß ja nur, dass sie so aus der Richtung Griechenland kommen. Aber vielleicht gab es ja auch mehrere Seevölker und so. Ihr wisst, denke ich, wie ich meine, worauf ich hinaus will. Von daher finde ich das sehr fragwürdig. Ja, ich kann das verstehen, dass man das hier jetzt so ein bisschen abwechslungsreicher gestalten will. Aber nichtsdestotrotz, ja, hat irgendwie auch so einen Beigeschmack. So, ja, die Seevölker, die bekommen wir mit den 2 legendären Lords. Der eine heißt übrigens Lolaos und der andere Wellwettis. Und ja, dann hier unten, das habe ich noch markiert. Wegen der Map-Erweiterung, ein Plan, den wir immer hatten, seit der frühen Entwicklungsstadien von Total War Pharaoh, besteht darin, die Größe unserer Kampagnenkarte als kostenloses Update zu erweitern und noch mehr Fraktionen und Kulturen in das Spiel einzuführen. Wir werden mehr zu sagen haben und zeigen, wie das im neuen Jahr nach der Veröffentlichung des High-Tide-Updates aussieht. Ja, das ist so zumindest der Plan. Jetzt geht es aber erst um die Seevölker und dann wird man hier mit einem weiteren Update die Karte erweitern und neue Fraktionen einführen, ja, beziehungsweise auch neue Kulturen. Wie lange sie das allerdings kostenlos machen, das, ja, da kann man nur spekulieren. Gut, ja, damit wären wir am Ende. Und wie gesagt, ich würde gerne mal von euch wissen, ob ihr da wieder reinschaut, ob ihr eine neue Kampagne anfangt. Um einfach mal so ein bisschen auch die Resonanz mitzukriegen. Und damit würde ich sagen, bin ich raus. Ich verabschiede mich. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.